Hallo und Bibi und willkommen zur zweiten Folge von heute. Nein, hä? Hallo und Bibi und willkommen zur zweiten? Ich meine, hallo und Bibi und willkommen zu Pokémon Insurgents. Letztes Mal standen wir, also heute eben vor ein paar Minuten. Also ich habe die gestern aufgenommen, deswegen bin ich noch ein bisschen so im Gestern-Feeling drinne. Aber wir wollten auch unbedingt ja hier so eine Secret Base. Ich habe jetzt eine gekauft, ich bin so ein Spaß. So, nun, bevor du reingehst, musst du dich für ein Thema, also ein Themen, ein Thema an deiner Base entscheiden. Lass dir gesagt sein. Du kannst zu mir jederzeit zurückkommen und das Thema einfach ändern. Und das gratis, ja, das ist ja gut, das ist ja super. Aber wenn du es tauschst, wird deine Base total resettet. Das ist ja scheiße. Du musst aber dein Zeug nicht wieder kaufen. Du hast es alles in deinen Rede, kannst es wieder redekorieren. Ja, ich würde mal sagen, wir fangen an mit einer Evil Base, weil das klingt doch schon geil. Hört sich gut an. Du kannst jetzt da einfach reingehen. Da vorne, ja, und Pokémon Center. Und immer guck immer hinter Bücherregalen. Oh, ich habe beinahe vergessen. Du möchtest natürlich customizen, also ne? Eigenständig was dran ändern. Richtig? Nimm das. Ja, ein Tablet ist ja nett. Okay. Ich gehe jetzt mal rein. Ah. Die ist ja scheiße. Nee, also die will ich nicht. Die ist verseucht. Erstmal direkt wechseln. Fängt schon gut an. Erstmal boykottieren. Are you interested in checking your base theme? Yes. Ja, möchte ich. Habe ich jetzt ein Waldthema? Ja, Wald gefällt mir schon etlich besser. Aber die ist auch eigentlich hässlich. Ich habe ja noch nichts zum Dekorieren. Hier zwar ein Computer, aber das bringt mir auch nicht viel. Hauptsache, wir haben jetzt erstmal was. Wisst ihr, ich habe dafür 5000 bezahlt, also will ich auch was Nutzen haben von Gammelbase, ey. Ich finde auch super, auf Knopfdruck, ne, ändert der das, was hinter diesem Platz ist. So, und nun gehen wir zum Pokémon Center. Denn da haben wir noch was abzuholen. Abdechat. Dum dum dum. Da müssen wir hier hin. Ich werde das Ei jetzt auch nicht ausbrüten. Weil, was will ich mit einem Meryl? Und da hat sich ja einer gemeldet. Und dann ist der jetzt auch vergeben. Und zwar heißt der gute Domme. Le Faggot. Nein. Einfach Domme. Von nun an sollte das Pokémon Domme heißen. Ja, das ist ja schön. Was natürlich nicht so gut ist für die, die Englisch sprechen. Weil das dann mehr oder weniger eine Domina ist. Aber das ist ja jetzt nicht mein Problem. Wisst ihr was? Ich glaube, wir opfern unseren Sonderbonbon direkt. Das spart mir nämlich Arbeit, um damit direkt zu entwickeln. Das ist unsere. Ach, ich wollte gerade sagen, das ist unsere erste Entwicklung. Was laber ich eigentlich für eine Scheiße? Das ist bei weitem nicht unsere erste Entwicklung. Jetzt haben wir nämlich schon jemanden, den wir bei Elektro-Pokémon einfach reinsetzen können und frag mal, was der sich dabei denkt. Der denkt sich nämlich nichts dabei. Der zeigt ihm dann den Finger. Ja, Immunität gegen Elektro, ne? Das ist super. Oh, wie es aussieht. So. Dum 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 dum. Ja, dann würde ich jetzt sagen, weil es ist scheinbar so, wie es ist. Habe ich mit dir schon gesprochen? Aha.
Ja, es ist einfach, ich bin jetzt auf der Wasserroute scheinbar. Und wenn das so sein soll, soll das so sein. Ich letztes Mal instinktiv richtig gegangen. Was soll denn das? Wie konnte das denn geschehen? So, wen setzen wir denn mal nach vorne? Ich würde sagen, Lirian. Wird der Name denn ausgesprochen? Lirian? Lyran? Lyrian? Theoretisch Lyrian. Also auf Englisch würde es Lyrian heißen. Wegen II. Ja, zu EE. Nee, zu I. Ly. Ryan. In Furthrow. Ja, da setzen wir AC ein, der ballert den weg. Also auf wie AC gestorben ist echt belastend. Er hasst mich. Sonst wäre er schon längst entwickelt. Eines Tages dann entwickelt er sich vielleicht auch mal. Knochenharz kann ich natürlich jetzt vergessen, ne? Level 29, schade, bin ich vorbei. Weiter geht's. Ach du meine Güte. Da ist wo einer nicht so gut drauf. Das ist geil. Doch nur Level 27. Das ist ja noch nicht so hoch. Alter. Wie kommt ihr denn da so einfach durch? Trainiert ihr wie die Blöden oder was? Und ihr habt einfach die besseren Pokémon. Yo, ich bin nicht verwirrt gewesen, das ist krass. Solche Momente. Oh, Shadow Sneak ist scheinbar hier beliebteste Attacke. Dum 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 yeah. Dum 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 yeah. Und Level 16. Omanyte, Omanyte. Was setzt du Stern gegen Omanyte ein? Eigentlich Elektro, aber habe ich ja nicht. Oh ne, Omanyte kratzt Elektro gar nicht. Aber vielleicht Kampf. Lass nur doch mal Cleaver, der mittlerweile 32 ist, ist stärkstes Pokémon geworden. Werd daraus mal einer schlau. Ihr kriegt jetzt erstmal Low Sweep ins Gesicht. Dum, 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 dum. Ich hätte natürlich auch AC einsetzen können. Wieso habe ich das nicht getan? Kabuto! Erstmal Lirian wieder nach vorne. Was am meisten Sinn macht. Also vom Namen her. Lirian. Nicht Lyrian. Obwohl Lyrian ja ein cooler Name wäre. Dum, dum, dum. Gucken wir doch mal, was Domme so kann. Scheinbar nicht viel. Kann auch wieder nur Rotzattacken, ne? Gucken wir doch mal, ob er mit seiner Watergun hier weiterkommt. Ich könnte ihn auch Brian beibringen. Was wahrscheinlich auch besser wäre. Jo, nö. So funktioniert das nicht. Ja, dann kommt jetzt halt Koralla. Koralla wird dann demnächst von Dommer ersetzt, also keine Sorge. Es ist immer noch ein Platz. Es sind sogar noch zwei Plätze frei, wenn wir so sehen. Nö, 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 nö. Und denkt immer daran, wenn ihr nicht in dem Game vorkommt, werdet ihr vielleicht der Starter vom nächsten. Ne, man weiß ja nie. Ich dachte, das wäre Iron Head, ich Trottel. Dum, 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 dum. Ja, mach halt alles kaputt. Blödes Kabuto, ey. Denkt, der wäre der King. Okay, und gewonnen. Wie nicht entwickeln? Was ist eigentlich mit dir los, ey? Entwickel dich doch. Ich glaube, Level 18. Atychat. Eigentlich müsste ich Russisch lernen. Aber ich tue es nicht. Ich nehme auf. Das ist eine sehr gute Einstellung von mir. So, gegen Kampf haben wir denn nichts eigentlich. Aber wir haben hier Chesco. Solange der uns nicht identifiziert, haben wir da keine Angst zu haben. Oh, das ging jetzt aber nicht getroffen. Boom. Und da haben wir ihn auch direkt mal paralysiert.
Um einfach mal klar zu machen, wir sind der Boss. Boah, ich freue mich schon, wenn ich einen Glurak hab. Was soll das denn? Das nützt ihr gar nichts. Es sei denn, der kann mich identifizieren. Ja, schade. Dum, 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 dum. Nö, nö, nö. Counter. Auch das hat keine Wirkung auf mich. Boom. Was ist das denn für ein Geräusch gewesen? Boah, 1266. Jetzt hat Dingens nichts davon abgekriegt. Das ist ja frech. Nur weil die gewechselt hat. Was soll denn das? Da ist er wieder. Der gute Lirian. Mit seinem gelben Kopf und blauen. Oh. Ich habe das auf dem Bild da oben falsch. Pech. Bei der Entwicklung mache ich es richtig, Lul. Ja, ein Geister-Pokémon zu haben ist schon nicht schlecht. Da könnt ihr mal sagen, was ihr wollt. So ein Geister-Pokémon hält uns am Leben. Dragon Breath. A, B, C, Revenge. Return. Oh. Und nochmal Return. Ja, wir wollen am wenigsten, wir wollen nicht so viel von unseren guten Sachen verschwenden. Und wenn die uns eh nicht angreifen können, müssen wir uns darüber auch keine Sorgen machen. Und Level 17. Möchte Nuzzle lernen auf jeden. Ist, glaube ich, besser als Sonnershock. Nö, nicht unbedingt. Aber, ja, bringt auf jeden Fall Paralyse. Und 32. Shadow Ball! Ja, hallo. Shadow Sneak ist physisch und Shadow Ball ist Dingens. Ja, weg mit Shadow Sneak. Willkommen Shadow Ball. Jetzt geht's bergauf, ey. Jetzt ballern wir die weg. Freude. Hallo, alte Dame. No, die Geister rufen mich. Ja, ich habe Geister dabei. Hab gehört, ja, tatsächlich, sie hat auch Geister dabei. Das ist ja, das ist ja schön. Ich würde mal sagen, wir machen geisterhaftes Duell. Feuer ist nicht effektiv auf mich. Flammenburst, schade. Aber Shadow Ball zerrammelt die. Wusch, One Hit. Das war so klar. Chesco zeigt einfach den Mittelfinger und Rhabarber. Driftblim. Ja, nee, ich möchte ja Lirian auf Level 18 bringen, dann kriegen wir den in dieser Folge noch entwickelt. Mehr Arbeit für mich. Hab mir schon die Arbeit bei Dommel gespart. Es ist echt merkwürdig. Chesco. Wenn der natürlich auch Shadow Ball kann, habe ich natürlich richtig verkackt. Selbst Hex ist nicht gut. Ja, das Einwechselspiel ist jetzt auch nicht immer die sicherste Lösung. Jetzt bräuchte ich was zum Identifizieren, muss man dazu sagen. Oder ich mache einfach einen auf Eisball. Ist ja immerhin auch ein Flug-Pokémon, ne? Das darf ich nicht vergessen. Okay, Stockpile halt. Oh, wie unangenehm, ey. Nur schade, dass es ihm nichts bringt. Dum, dum. Boom. Und Rotom. Ja komm, da bleiben wir drinnen, um den Schneeballeffekt zu, wie sagt man, unterstützen. Boom. Boah, wenn der Schneeball einmal rollt, ne? Und der nicht daneben geht, ist das bitter. Wow, Blizzard. Okay. Übertreib. Sorry, Agilität, aber so eine starke Eisattacke lasse ich mir nicht entgehen und Eisball ist immer noch geil. Ist jetzt natürlich problematisch, dass wir unser baldiges Lurak verloren haben. Oh ne, dann ist das erst Level 20, denn ernst? Wenn ich jetzt hier hochschwimme, ist das richtig oder eher nicht so? Eine komplette Wasserroute überfordert mich schon irgendwie.
Ja, auf Level 38 kriegst du noch keinen Gegner tot, oder? Testen wir es doch einfach mal. Ja, nö. Also das hat sich damit eindeutig erledigt. Ach du Scheiße. Jetzt sag mir nicht, ich kann noch nicht auswechseln. Doch, das geht. Gut. Dachte, das wäre die Fähigkeit. Jetzt greife ich ein Wasser-Pokémon mit Wasserattacke an und ja, es ist ein, hatte nicht das Ergebnis, was ich erhofft hatte. Boom. Ach du Scheiße. Ja, cool. Was du kannst, kann ich eigentlich auch. Sollte ich auch nutzen. Ne, jetzt gehe ich aber. Ja, auf jeden Fall nicht. Ob er den besiegen kann? Doppelschwäche. Ja. Schade. Ja, es läuft schon wieder nicht so gut für uns. Ich bin schon wieder der beste Pokémon-Spieler EU West. Ach, guck mal, da geht's weiter. Ach, da war ich doch schon. Da habe ich doch den Lirian angefangen. Ich könnte aber ein Pokémon Center gebrauchen. Das ist schon wieder ein Mudkip, wieder männlich. Ich hatte die Chance auf ein weibliches. Das war dumm. Und wieso ist da so ein einsamer Baum, wenn das nicht ein Mantyk ist? Mantyps finde ich da aber süßer als Name. Versteckte Super Potion gehört mir. Du, 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 du. Das blöde Ding in Blau. Ja, ich surf hier lang. Und das ist ganz schön wasserig. Ach komm schon. Als wäre Wingull ein Problem. Also Wingulls nerven. Weil Wingulls nichts können. Boah. Alter. Was ist das? Ist das ein Pokémon? Ach ne, ein Timerball. Dann halt ein Timerball, ey. Gelitten. Bin ich. Ach, da ging es gar nicht lang. Mann, das ist wieder ein Mudkip. Selten ist das Vieh nicht. Weibliches habe ich trotzdem nicht mehr gesehen. Findet ein weibliches Mudkip. Tötet es. That's how I roll. Nö. Den töten wir auch noch. Ne Quillfisch. Wie das aussieht. Sollte auch mal langsam eine Mega-Entwicklung bekommen. Toxic Spike, das kann ich nicht mehr auswechseln. Das muss der gute AC das erledigen. Mit einem Critical nicht sehr effektiven Angriff. Ja, dann rasten wir halt jetzt halt aus, ne? Wenn AC sich erstmal aufpumpt, ne, dann ist das Wetter am Dampfen. So, und noch einmal bitte. Angriff und Defensive boosten, das ist schon geil. Jetzt ohne Scheiß. Stockpile. Steigert er auch noch seine Defensive hoch, ne? Das ist eskaliert. Ja, das kann dauern. Ich wechsle jetzt garantiert nicht ein. Also darauf können wir alle wetten. Das letzte, was ich tun werde, ist einwechseln. Also auswechseln. Ja, dann, ja. Lösen wir das Problem halt anders, ne? 2-5. Okay, übertreib.
Scheiß Quillfisch. Macht einfach nach, ey. So funktioniert das nicht. Okay. Dun, 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 dun. Immer 1,5 voraus. Boah, mittlerweile bin ich auch noch schneller, hä? Ach, Revenge geht immer als letztes. Das war voll scheiße. Das war ja mal richtig kacke. Stockpile, schlechteste Attacke. Baskulin. Ja, sorry, Baskulin, aber, wow! Das war knapp. Eigentlich möchte ich nicht, dass AC die ganze Zeit stirbt. Ich möchte, dass er sich mal langsam entwickelt. Oh. Ich habe gehofft, mit diesem Aufruf tut er das jetzt auch, aber das war nicht der Fall. Das war mein letztes Fresh Water. Fresh. Ja, und damit würde ich sagen, beenden wir den Part auch. Ich hoffe, der geht ohne Komplikationen hoch. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin, meine Freunde. Und vergesst niemals, ein toter Fisch schwimmt nicht im Wasser.